Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Bundesliga-Prognose für die Saison 23-24. Letztes Jahr habe ich den ganzen Bums ja noch alleine gemacht, dieses Jahr nicht. Dafür habe ich mir ein paar sehr, sehr nice Gäste eingeladen, aber das seht ihr gleich. Ich würde sagen, auch genug gequatscht, wir starten rein mit der ersten Frage. Meine Top 7, Bayern auf der 1, wie jedes Jahr ein bisschen langweilig, dann war bei Leverkusen auf der 2, die sich sehr, sehr nice verstärkt haben mit Xhaka, Hofmann und Co. Auch Boniface oder Boniface, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, sehr, sehr nice der Stürmer. Wir haben Dortmund auf der 3, ich glaube, die haben noch zu knabbern nach dem letzten Jahr. Leipzig auf der 4, die haben einen Kunku verloren, Szoboszlai verloren und da auch nur teilweise gut nachgelegt. Bei Openda bin ich mir auch zum Beispiel nicht sicher, ob der so krass einschlagen wird. Dann haben wir Union auf der 5, Frankfurt auf der 6, ich glaube, die machen das mit der Champions League ganz gut. Nach der enttäuschten Saison geht es mal wieder nach oben für die Eintracht. Und auf der 7 haben wir meinen persönlichen Nordsec, Borussia Mönchengladbach. Gladbach, viel wurde schlecht geredet, aber ich halte sehr, sehr große Stücke auf Gerardo Seoane und der wird die Gladbacher mit in die Conference League wahrscheinlich dann führen. Die Top 7, ich gehe rein mit Platz 1, Borussia Dortmund. Man ist hungrig, man ist bissig, man hat Bock, Dortmund wird Meister, fertig ist der Lachs. Auf Platz 2, Bayer Leverkusen, da ist schon der erste Hot-Take mehr oder weniger. Ich glaube, Bayer Leverkusen wird diese Saison richtig ballen, Xabi Alonso hat verlängert, man hat super Transfers getätigt. Ich glaube sogar, dass man vor dem Bayern landen wird, denn die Bayern landen bei mir auf Platz 3. Und das liegt schlichtweg einfach daran, dass ich glaube, dass dieses FC Hollywood-Gen noch nicht komplett raus ist. Plus, ich bin mir ziemlich sicher, dass man Kyle Walker nicht verpflichten wird, Stand der Aufnahme. Wahrscheinlich wird jetzt hier eingeblendet sein, dass es passiert ist. Harry Kane wird nicht kommen, genau das gleiche, wird es eingeblendet sein, dass es passiert ist. Und dementsprechend wird man mit einem Stürmer reinstarten, der vielleicht jetzt nicht unbedingt so die Paradelösung für die Bayern ist. Von daher gehe ich auf Platz 3. Auf Platz 4, RB Leipzig. Weiter hinaus wird es auch nicht für die gehen. Auf Platz 5. Gehe ich mit dem SC Freiburg. Denn ich glaube, dass dieses Jahr SC Freiburg vor Union Berlin landen wird. Man hatte einen wilden Zweikampf in der letzten Saison. Ich bin mal davon überzeugt, Union schafft es auf Platz 6. Auf Platz 7 habe ich die Eintracht aus Frankfurt. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass Frankfurt es dieses Jahr wieder schafft. Topmöller wird einen guten Job machen. Die Plätze 1 bis 7 in der Bundesliga. Meine Liste steht und es gibt vielleicht die ein oder andere Überraschung. Für mich aber nicht in Sachen Meisterschaft, denn ich glaube, der FC Bayern München wird das ziemlich souverän über die Bühne bringen. Deshalb Bayern auf Platz 1, Dortmund auf Platz 2, Leverkusen, überragende Sommertransferphase bis dato mit Xhaka, mit Boniface, mit einem Hofmann. Und deshalb glaube ich, ist Leverkusen ein Kandidat für Platz 3. Leipzig hat unter anderem Nkunku oder auch Szoboszlai verloren, hat einen Leimer hergeben müssen, hat natürlich auch ganz gut eingekauft. Nichtsdestotrotz sehe ich sie nicht ganz so stark wie vor der ganzen Verkaufsphase, sage ich jetzt mal. Leipzig auf 4. Auf Platz 5 habe ich Frankfurt, weil ich glaube, mit der Conference League kann man auch gut rotieren und hat dann auf jeden Fall eine ganz gute Möglichkeit, auch wieder in Richtung Europa League zu kommen. Platz 6, der VfL Wolfsburg. Ich glaube, auch mit denen muss man immer rechnen. Wenn es unter Kovac so richtig läuft, ist man individuell eine Supertruppe. Und auf Platz 7, und das meine große Überraschung, der SV Werder Bremen. Eine coole Mannschaft, auch unter Ole Werner, spielen die super Fußball, wie ich finde. Und vielleicht geht es ja jetzt schneller nach Europa, als man sich das vielleicht von vornherein hat erträumen können. Meine Top 7 von unten, Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, mit Gerardo Seoane werden sie nicht so schlecht sein, wie viele erwarten. Platz 6, Eintracht Frankfurt, die beste Mannschaft für mich in einem schwachen Bundesliga-Mittelfeld. Platz 5, Union Berlin, super konstant mit ihrem Spielstil. Platz 4, Bayer Leverkusen. Ich glaube, die dürften ganz lustig werden, aber eben nicht super konstant. Platz 3, RB Leipzig, krasse Qualität, auch wenn sie viel verändert haben. Und dann die Top 2, wie immer. Und ich glaube einfach, dass Bayern unfailable ist mit einem sehr, sehr guten Kader und vor allem Harry Kane, Dortmund auf 2. Der Absteiger dieses Jahr ist eigentlich nicht so schwierig wie letztes Jahr, sollte man zumindest meinen, denn die beiden Aufsteiger, die hochkommen, sind auf den ersten Blick eher schwach unterwegs und ich glaube auch, dass es mehr oder weniger die beiden wieder in die Abstiegsregion auf jeden Fall ziehen wird. Es wird nicht so sein wie Werder Bremen, die letztes Jahr ja gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich gehe auf der 18 mit Darmstadt, ich finde es auch für mich relativ schwierig, generell die Aufsteiger einzuschätzen. Vielleicht werde ich auch überrascht, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, aber Darmstadt auf der 18, dann haben wir Bochum auf der 17 und ich glaube an Frank Schmidt, meinen Bruder, Heidenheim auf der 16, die sich dann in der Relegation durchsetzen und in der Bundesliga bleiben. Absteiger, Absteiger, Absteiger. Das ist immer so eine Sache. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses Jahr Heidenheim nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Man wird wahrscheinlich so auf Platz 15, 14 vielleicht landen. Ich habe auf jeden Fall trotzdem einen Aufsteiger mit im Abstiegskampf, aber zunächst einmal Relegationsplatz VfL Bochum. Es wird dieses Jahr noch schwieriger, weil einfach die Mannschaften, die letztes Jahr im Abstiegskampf mitgekämpft haben, entweder abgestiegen sind oder sich aber sehr gut verstärkt haben. Dementsprechend glaube ich, dass Bochum es dieses Jahr auch wieder schwierig haben wird, wird sich allerdings in der Relegation am Ende retten. Auf Platz 17, und da wird es langsam mal Zeit. Sorry an alle Augsburg-Fans, aber Augsburg wird absteigen. Es tut mir leid für Enrico Maaßen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, man dreht sich jetzt schon das vierte Mal hintereinander irgendwie im Kreis. Und auf Platz 18, Darmstadt. Ich habe nicht den Eindruck, als würde Darmstadt es wirklich haben, dass man in der Liga bleiben kann. Es wird sehr, sehr hart.
Man wird sehen, ich glaube aber, dass Darmstadt auf Platz 18 direkt absteigen wird. Was die Abstiegsränge inklusive Relegationsplatz angeht, ja, da bin ich tatsächlich vermutlich wie viele von euch da draußen auch recht voreingenommen. Denn ich habe tatsächlich auf Platz 18 den ersten FC Heidenheim, also einer der zwei Aufsteiger. Und der andere ist halt auf Platz 17 mit dem SV Darmstadt. Beim VfL Bochum, die habe ich auf Platz 16, sehe ich auch nicht die Qualität. Teams, die unten mit dabei waren und vielleicht Kandidaten in Richtung Abstieg sein könnten, haben auch super zugelegt. Unter anderem auch der VfB Stuttgart. Von daher sehe ich Bochum tatsächlich nach den beiden Aufsteigern, die ich als direkte Wiederabsteiger sehe, als das Team, das in die Relegation muss. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal zwei so schwache Aufsteiger gesehen haben. Zumindest was die Kader angeht, sind die zwei Teams eigentlich chancenlos. Darmstadt 18, Heidenheim 17 und ich sehe den FC Augsburg auf Platz 16. Torschützenkönig sollte man eigentlich auch mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwie predicten können, denn die Bayern haben halt vorne gerade absolut keinen Top-Stürmer, dem ich das zutrauen würde. Klar, Musiala hat auch viel Score gemacht letzte Saison, aber ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich Torschützenkönig wird. Dann Leverkusen hat mit Schick und Boniface eigentlich keinen klaren Stürmer. Die Frage ist, wer halt da die ganze Zeit spielen wird. Leipzig, man könnte Openda nehmen, ist aber ein unbeschriebenes Blatt, deswegen gehe ich mit Sebastian Haller, ist jetzt mittlerweile wieder komplett fit und ich glaube, wenn der die ganze Saison durchrasieren kann, dann wird der Torschützenkönig. Ich gehe mit einem neuen Stürmer rein, der die Bundesliga noch nicht so richtig kennt, nämlich Victor Boniface. Dieser Mann ist 1,90 und ist einfach eine Wucht. So, er passt perfekt ins Spiel von Leverkusen, kriegt mit Grimaldo und Frimpong von der Seite komplette Flanken die ganze Zeit reingedonnert. Hofmann ist auch noch da drin. Es wird, glaube ich, richtig knackig und deswegen glaube ich, dass tatsächlich Boniface hier richtig viele Scorer sammeln wird. Und am Ende auch tatsächlich Torschützenkönig wird. Wer schießt die meisten Tore in der Bundesliga? Wer holt sich also die Torjägerkrone ab? Ich habe Stand jetzt noch ein Sebastian Haller vom BVB, der ja aufgrund seiner schweren Tumorerkrankung im Vorjahr nicht zu 100% Einsatzzeit kam. Aber ich glaube, spielt er eine komplette Saison durch und das könnte, und das hoffe ich, jetzt in diesem Jahr dann auch der Fall sein, dann glaube ich, dass Sebastian Haller die Liga zerschießen könnte, ja, so mittelstellig im, ich sag mal, 20er-Bereich. Ja, ich sag mal, so 25 Tore traue ich dem auf jeden Fall zu, wenn der BVB natürlich offensiv ihre Effizienz auch auf den Platz bringt. Und wenn er das nicht macht, und das ist halt ein Transfer, der noch nicht offiziell ist, dann wird es Harry Kane. Ja, also wenn Harry Kane in die Bundesliga wechselt, würde ich auch zu einem Harry Kane tendieren und nicht zu einem Sebastian Haller. Denn ich glaube, kommt Kane zu den Bayern, könnte der sogar 30 plus machen. Also wäre mal so meine Prediction. Bei den Torjägern sehe ich eigentlich nur zwei Leute, die Harry Kane echte Konkurrenz machen können. Der erste ist Sebastian Haller, der wird aber wahrscheinlich zum Afrika-Cup fliegen und deswegen einige Spiele verpassen. Der andere ist Lois Openda von RB Leipzig. Der ist aber natürlich das erste Mal in der Bundesliga, wird ein bisschen Zeit brauchen. Ähnliches gilt für Victor Boniface und deswegen meine Nummer 1 hier, Harry Kane. Ein Top-Transfer ist einer, den wahrscheinlich nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, aber ich glaube, dass er entgegen der Erwartungen extrem gut einschlagen wird. Die Rede ist von Marcel Sabitzer, von den Bayern zu Borussia Dortmund gewechselt. Ich glaube einfach, dass er da diese Rolle des offensiven Sechsers, offensiven Achters, die er wahrscheinlich spielen wird, sehr, sehr gut bekleiden kann. Und viele, viele Leute haben, glaube ich, vergessen, wie krank der Mann in Leipzig war, wenn ich da an die Tore zurückdenke, was er da gerissen hat. Plus, er ist auch in der Offensive variabel einsetzbar. Bei Dortmund wird der Mann aufblühen und der Top-Transfer der Saison 23/24. Es gab sehr, sehr viele geile Leute, die in die Bundesliga gekommen sind. Ohne jetzt wieder auf Leverkusen rumzuhacken, die ich jetzt, glaube ich, hier schon viel zu hoch gepusht habe, würde ich sagen, dass mein Top-Transfer wahrscheinlich bei Xavi Simons liegt. Ich glaube, der Mann wird richtig Bock machen. Wer die Eredivisie verfolgt hat, hat schon gesehen, was er drauf hat. Und ich glaube, da ist jemand wirklich in dem Making, der noch größer werden kann. Bei den Top-Transfers habe ich mich extrem schwer getan. Ich habe auch eine Liste, die tatsächlich ja noch in Klammer steht. Und einer steht vor der Klammer. Und das ist Granit Xhaka. Zuletzt beim FC Arsenal lange um einen möglichen Sieg in der Premier League mitgekämpft. Man hat eine überragende Mannschaft. Er war dort einer der wichtigen Säulen im Mittelfeld und wechselt jetzt nach Leverkusen. Finde ich meinen absoluten Top-Transfer Nummer 1. In Klammer habe ich auch eine Leihe von Xavi Simons nach Leipzig, was ich mega interessant finde. Ein Kim zu den Bayern für 50 Millionen Innenverteidiger. Der Typ ist absolute Weltklasse. Und auch Keita von Bremen, wenn er denn verletzungsfrei bleibt. Mein Transfer der Saison ist Marcel Sabitzer. Total underrated gewesen bei den Bayern, bei United. Dann wieder gezeigt, was er kann. Bei Leipzig war er früher eh sehr, sehr gut. Und er bringt Dortmund das, was sie unbedingt brauchen. Kontrolle in der Mitte, ähnlich wie Jude Bellingham. Er hat nicht seine Qualitäten, aber er wird ihnen auf jeden Fall weiterhelfen.
Das fand ich irgendwie ein bisschen schwierig zu predikten. Ich bin wirklich alle Transfers mal durchgegangen und es ist mir keiner so direkt ins Auge gesprungen. Viele, die gekommen sind, auch sogar ein Felix Nemetscher, bei dem glaube ich schon daran, dass der halt vielleicht nicht komplett einschlagen wird, aber Flop ist ja schon, dass es gar nicht geklappt hat. Und deswegen bin ich gegangen mit Naby Keita, gar nicht, weil er es nicht kann, sondern eher, weil er sehr verletzungsanfällig ist. Ich glaube, er hat jetzt auch am Anfang der Saison sich direkt verletzt. Das zeigt halt auch so ein bisschen, was man von ihm erwarten kann in der Saison. Ich wünsche es ihm natürlich nicht, aber ich glaube, dass Naby Keita nicht viel spielen wird, wenn er spielen wird, wahrscheinlich auch nicht so krank gut performen wird. Deswegen Naby Keita. Vor allen Dingen aber auch, weil er mit einer riesen Erwartung halt eben kommt, weil niemand gedacht hätte, dass Bremen solchen Transfer eintüten kann. Naby Keita ist mein Flop-Transfer. Ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir weh, ihn zu nennen, aber ich glaube, es ist Hollerbach. Ich weiß nicht, ob es der Flop-Transfer für Union ist oder für Hollerbach selber, aber ich glaube, der Mann wird keine große Rolle bei Union spielen. Er ist ein Superspieler, aber irgendwie dieses Erhoffte, was man vielleicht so ein bisschen in ihm sieht, das wird, denke ich, nicht kommen. Flop-Transfer. Ich habe mich extrem schwer getan, weil das natürlich jetzt einfach nur reine Spekulation ist. Ich kann nicht in die Zukunft schauen und dachte deshalb, ich mache es vielleicht gemessen an der bisher gezeigten Leistung plus die gezahlte Ablösesumme fest und habe Felix Metscher auf meiner Liste. Man hat 30 Millionen, sogar mehr als 30 inklusive Boni dann zahlen müssen an den VfL Wolfsburg. Metscher zwar solide, ganz okay, aber für mich nicht der Spieler, der beim BVB den Unterschied machen kann. Aber wer weiß, vielleicht werde ich auch vom Gegenteil überzeugt. Das ist mir extrem schwer gefallen. Aber Felix Metscher wäre mein Flop-Transfer, auch wenn ich es mir nicht wünschen mag, weil ich finde es cool, wenn er beim BVB einschlagen würde. Mein Flop-Transfer dieser Saison wird Granit Xhaka bei Bayer Leverkusen. 15 Millionen Euro waren für ihn, finde ich, sehr, sehr viel. Ich sage nicht, dass das ein schlechter Spieler ist, aber er wird nicht diesen Effekt haben, den sich viele da erhoffen. Erste Trainerentlastung, das ist auch immer eine wilde Kategorie. Für mich entscheidet sich hier zwischen drei Leuten. Erstens Thomas Tuchel, wenn er einen katastrophalen Saisonstart hat, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass die Bayern da wieder schnell reagieren. Daran glaube ich aber nicht. Ich habe ja auch die Bayern auf dem Meisterkurs. Ich bin vielmehr bei Niko Kovac. Ich glaube, Wolfsburg ist einfach eine Achterbahnmannschaft. Hat man letzte Saison auch gesehen. Da geht's hoch, da geht's wieder runter. Und mit den neuen Leuten, die gekommen sind, wird er nicht klarkommen. Deswegen wird Niko Kovac als erstes entlassen. Anderer Call wäre noch Matarazzo, bei dem ist ja auch so ein Ding. Da Hoffenheim hat letzte Saison um den Abstieg mitgespielt. Glaube ich daran diese Saison? Ja, vielleicht. Und dann könnte Matarazzo auch gehen. Aber mein Call ist Niko Kovac. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe schon letztes Jahr den Case gemacht und muss ihm eigentlich treu bleiben. Ich muss Niko Kovac sagen. Niko Kovac wird als erster Trainer in dieser Saison entlassen und den VfL Wolfsburg verlassen. Ich hatte Thomas Tuchel kurz überlegt, aber das wäre, glaube ich, hart, wenn man nochmal die Nagelsmann-Geschichte reloaded macht. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass Niko Kovac früher oder später von Wolfsburg weggehen wird. Bei der ersten Trainerentlassung bin ich bei einem Team, das zuvor von mir auf Platz 16 predicted ist. Und zwar habe ich hier Thomas Letsch stehen vom VfL Bochum. Ich glaube nicht, dass Heidenheim und Darmstadt ihre Trainer recht früh tendenziell rauswerfen werden. Denn man ist ein Aufsteiger, man hat das wenigste Etat. Man hat vermutlich auch rein qualitativ einfach die wenigsten und niedrigsten Möglichkeiten. Deshalb würde man wahrscheinlich eher an einem Schmidt oder an einem Lieberknecht festhalten, als der VfL Bochum, der jetzt die Klasse ein Jahr gehalten hat oder sich etabliert hat, in Anführungszeichen, in der Bundesliga, an Thomas Letsch. Das war, glaube ich, letztes Jahr schon mal so zwischenzeitlich ein bisschen auf der Kippe. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass Bochum den ersten Trainerstuhl räumt. Meine erste Trainerentlassung der Saison ist standesgemäß beim VfB Stuttgart. Nach einer Relegationssaison, die sie gerade so überstanden haben, glaube ich, wird es nicht viel ruhiger und er wird rausfliegen. Größte Enttäuschung. Es kann halt ein Spieler sein, es kann ein Trainer sein, es kann aber auch eine ganze Mannschaft sein. Ich bin mit einer ganzen Mannschaft gegangen und es tut mir in meinem Herzen weh. Ich komme aus Köln, aber ich glaube, irgendwie habe ich es im Gefühl, dass der erste FC Köln diese Saison mal wieder um den Abstieg mitspielen kann und entgegen der Baumgartschen Euphorie nicht irgendwie wieder nach Europa geht, sondern eher so in den Rängen 14, 15, 16. Ich glaube, am Ende wird man nicht auf einem Relegations- oder Abstiegsplatz beenden. Deswegen habe ich auch die Absteiger so prediktet, wie ich es gemacht habe. Aber der erste FC Köln wird es, glaube ich, schwierig haben, gerade weil mit Hector eine der größten Identifikationsfiguren weggebrochen ist. Aber ich glaube, Köln wird Probleme bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Gladbach. Ich glaube, Gladbach wird eine sehr, sehr enttäuschende Saison spielen. Man hat schon letzte Saison als die graue Maus der Liga performt und ich glaube, auch dieses Jahr wird es nicht sehr viel besser. Man hat große Säulen verloren, man hat Thüram verloren, Stindl, Hofmann und so weiter und so fort, Benzebaini und da sollen ja noch mehrere gehen. Du hast halt einfach wirklich den Stamm und das Gebilde der Mannschaft verloren. Dementsprechend glaube ich auch da, dass Seoane nicht unbedingt sehr, sehr viel Einfluss darauf haben kann, dass Gladbach so viel besser spielt. Ich würde es mir wünschen, weil ich Seoane und Gladbacher mag. Und ja, dass man auch als Gladbacher dann sich denkt, oh Junge, Junge, Junge,
wir sollten mal lieber aufpassen, dass wir nicht um den Abstieg spielen. Größte Enttäuschung. Und das ist ähnlich wie beim Flop-Transfer natürlich reinste Spekulation. Und ich habe einfach mal Union Berlin aufgeschrieben. Ich habe die letzten 2 Jahre niemals damit gerechnet, dass man sich von der Conference League dann in die Europa League und sogar jetzt in die Champions League spielt. Habe ich nicht gedacht. Niemals. Also in wirklich 100 kalten Wintern nicht. Ich finde aber Union Berlin hat rein vom Teamgefüge und vom Kollektiv eine super Truppe. Qualitativ aber finde ich nicht, dass es eine Mannschaft ist, die da oben mitspielen muss. Ich glaube jetzt mit der Champions League, Dreifachbelastung, das könnte denen mal zum Verhängnis werden. Meine Enttäuschung der Saison wird Werder Bremen. Typischerweise das zweite Jahr nach dem Aufstieg immer das schwerste und Werder hat eh schon abgebaut in der Rückrunde plus die ganze Füllkrug-Thematik, Naby Keita wieder direkt verletzt. Ich glaube, das wird eine schwere Saison für dich. Da meine Lieblingskategorie, da bin ich auch vor allen Dingen sehr, sehr gespannt, was die anderen jeweils sich ausgedacht haben, weil da kann es ja theoretisch sehr, sehr wild werden. Wild ist es bei mir auch schon geworden, dass ich Gladbach auf 7 predicted habe, deswegen bleiben wir auch bei Gladbach. Mein Call ist, dass Neuzugang Thomas Tschwanschada, wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, Shoutout an dieser Stelle an ihn, tut mir auf jeden Fall leid, der Mann wird 20 plus Scorer machen. Ich habe mir viele Highlights von dem Mann geschaut, er ist ein sehr kreierender Stürmer, nicht nur jemand, der auch vorne den Torabschluss suchen kann, sondern auch die Mitspieler in Szene setzen kann. Ich glaube, das wird bei Gladbach sehr, sehr geil werden und entgegen der Erwartung war natürlich Hofmann, Benzema, Baini, Thuram, Sommer, die sind alle weggebrochen, aber Seoane wird die Mannschaft sehr, sehr gut formen und Thomas Tschwanschada wird einer der stützenden Säulen dort sein und macht 20 plus Scorer in der kommenden Saison. Ich glaube, dass Marcel Sabitzer und Felix Metscher zusammen mehr als 25 Scorer machen werden. Und das wird dann allen zeigen, Marcel Sabitzer und Felix Metscher waren sehr, sehr gute Transfers für Borussia Dortmund. Hot Take, das ist also der letzte Punkt in dieser Folge und da muss ich mit meinem ersten FC Köln gehen und mit einer Legende, die innerhalb kürzester Zeit an so viel Sympathie bei Köln gewonnen hat, das ist Davy Selke. Er trifft auf jeden Fall 15 bis 20 Mal in dieser Saison und wird automatisch passend zur Heim-EM 2024 ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Mein Hot Take für diese Saison, es wird die letzte von Youssou Super Moukoko im BVB-Trikot. Ich glaube, danach hat er die Schnauze voll davon, immer auf der Bank zu sitzen und wird woanders sein Glück versuchen. So Leute, das war also unsere Saison-Prediction zur Saison 23-24. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Hot-Takes für die kommende Saison in die Kommentare. Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten gebt dem Video einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal, damit wir mehr solcher Videos machen können. Ist immer sehr, sehr viel Arbeit und über Support freue ich mich auf jeden Fall. Ansonsten habt einen wundervollen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Stream oder was auch immer. Hab euch lieb und bis dahin. Ciao.